bevor das Video startet, folgt mir gern auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links alle in der Kanalbeschreibung und unter jedem Video. Würde mich sehr freuen. Lasst mich auf Twitch die 100 Follower voll machen. Lasst mich auf TikTok die 1000 Follower voll machen. Und ja, jetzt geht's los mit dem Video. So, da sind wir zurück zu einer weiteren Folge Fortnite hier auf meinem Kanal. Wir spielen heute wieder eine Death Run Map. Und zwar ist die Map einfach nur Parkour Death Run. Man soll wieder standardgemäß XP bekommen. Und ich würde sagen, wir gucken mal rein. Wartet jetzt, dass die Map endlich auch startet. Und dann werden wir sehen, wie die Map aufgebaut ist. Ob man XP bekommt, ob sie schwierig oder einfach ist. Da lassen wir uns einfach mal überraschen, würde ich sagen. Und ich habe voll den geilen Ladebild hier irgendwie. Das ist voll cool. Stylisch vor allem. Und kreativ. Okay, aber gut, das hat ja nichts mit der Map zu tun. So, na dann. Okay, wir sind hier. Okay, ich habe dich eigentlich auf privat gestellt, also ist es egal, wie viele Spieler beitreten. So. Abbrechen. Was ist das? Bonus-Level, okay. Komplett zu Kurs, 1 times, 2 times, 3 times, 5 times, 100 Mal. Und was gibt's dann? Achievement? Einfach nur ein Achievement. Ja, nö. Nö, wir gehen hier lang und wir schauen mal. Okay, bis jetzt keine XP. Ich weiß auch nicht, wie viele Level es hier tatsächlich gibt. Rutschen kann man, interessant. Kann man auch sprinten? Ja, sprinten kann man auch. Okay. Okay, 6 Level gemeistert. Noch keinen einzigen XP bekommen. Das ist nicht schön. XP anpreisen und keine geben ist natürlich nicht so schön. Okay. Okay. In der Vergangenheit gab es ja tatsächlich eine Map, die ich nicht komplett durchgespielt habe, weil da die Kalibrierung dieser verschwundenen Blöcke nicht wirklich eingestellt war. Und hier scheint bis jetzt... Oh, da jetzt gibt's XP, hä? Jetzt erst? Ist ein bisschen creepy, aber okay. So, das haben wir geschafft. Das auch. Ich war zu weit. So sollte man nicht springen. Aber warum gibt es erst ab Level 13 oder 12 XP? Was ist denn das für eine Logik? Aber 69 XP, je nachdem wie viele Level das hier sind, rentiert sich das bestimmt. Also mein Ziel ist es ja pro Map mindestens ein Level abzumachen. 104? 104 gibt's auf einmal? Nice! Ja, die an der Wand habe ich nicht gebraucht. Careful only, the edge are irgendwas. Das ist eine miese Falle.
So. Wow. Wow. Ich war eine Zehennagellänge zu weit auf den Spikes. Oha! So. Okay. Ja, okay, das ging noch. Oh, das geht auch noch. Das hier wird jetzt richtig mies werden. Nein, das war mir nämlich klar. Aber die sind schön langsam unterwegs. Also man sollte es nicht so machen wie ich. Dann schafft man das doch tatsächlich auch. So ungefähr. So. Und so. Und nicht so. Das ist mies. Das ist wirklich mies. Hä? Hä? Why? Okay, jetzt ohne S zu drücken. Schafft man's. Wow. Und das ist gut gemacht. Gut gemacht. Okay, da gab es gerade die XP. Aha. So. Oh, ich hab's geschafft. Easter Eggs scheint sie keine zu geben. Ist ein bisschen schade. So ein paar tausend Bonus XP wären schon geil. Stopp mal. Kriege ich gerade ernsthaft Tod? Nein, 300 EP pro eingesammelten Coin? Ernsthaft? LOL! Okay. Ich weiß nicht, ob man das so macht, aber für mich war das so gerade am einfachsten. Okay, mit Anlauf. Also ich muss sagen, die XP rendieren sich hier. Auch wenn man sie ein bisschen, nein, später bekommt. Aber das ist nicht das Problem. Wenn es jetzt dauerhaft 300 EP geben würde, dann könnte ich hier tatsächlich ein Level abschaffen. Dahin. 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 Oh, Schwein gehabt. Irgendwie war mir das klar, dass da eine Falle ist. So. Schau mal an. Ja, man sollte springen. Okay, schön, dass er da Pfeile hingemacht hat, die man erst gar nicht so richtig sieht.
Mhm. So nicht. Machen wir es halt so. Und so. Und so. Eins. Eins. Ich muss darüber. Ich könnte es aber sogar dahin schaffen. Wir gehen aber hier rüber. So nicht. Ich wollte wieder angeben und eins überspringen. Ungefähr so. Und so. Nein! Dann machen wir es halt so. Gehen wir ganz hoch. Oh! Oh, 9000 EP. Geil. Warum hat er sich nicht hochgezogen? Aber holy, es gibt Secrets. Also es gibt doch versteckte Secrets. Das ist ja mal geil. Hui, ich hab's geschafft. Oh, jetzt muss ich ja echt die Augen offen halten, dass ich noch mehr Secrets für euch finde. Oh nein. Wir tricksen die Map mal ein bisschen aus und machen das so. Das mit den Secrets ist geil. Kann ich mich nicht beschweren. So. Ja, bald mal fertig hier mit hoch. Oh, hui. Okay. Ich muss ganz kurz einen Schluck Kaffee trinken. Für jeden, den stört, schaltet bitte ab. Das ist mir nämlich egal. Ich trinke den Kaffee, wie ich das möchte, nicht wie ihr das wollt. Ach da! Ich hab's gesehen, das ist eine Plattform, eine ganz kleine. Mhm. So. Oh nein. Wenn man das hier nicht richtig macht, dann baut es man richtig hässlich an der hier Kante weg. Und das ist... warte mal, wo bin ich denn jetzt? Hier bin ich runtergekommen. Hallo? Okay, Moment, wenn, da geht's weiter. Gibt's hier ein verstecktes Secret? Nö. Schade. Alter, was ist denn das hier?
Es wird nicht besser. Okay. Nein, der ist nicht mehr gesprungen. Ich glaube, Ava hat keine Lust mehr. Ich muss mal kurz was lunsen. Man sieht keine Map. Mich interessiert nämlich immer, wie weit ich gerade bin. Oben auf dieser Minimap sieht man das ja nicht wirklich. Wir haben auf jeden Fall 104 Checkpoints schon erreicht. Das ist sehr interessant. Also sind es auf jeden Fall schon mal über 100 Level. So. Das war recht einfach, muss ich sagen. Boah, die Dinger mag ich überhaupt nicht. Die mag ich einfach gar nicht, weil man weiß nie, ob man... Wie? Ich drück die ganze Zeit Leertaste und der bounzt einfach nicht richtig nach oben. Ich mag die Teile einfach nicht. Jetzt schon, ich drück sogar wieder bei. Ey, entschuldigt, dass ich da so ein bisschen hysterisch werde, aber diese Dinger sind purer Abfuck. Mach ich das halt so hier. Verstecktes Secret? Nope. Hä? Was ist das? Okay. Tut mir leid, den müssen wir jetzt mal testen. Dauert nicht mehr lang. Ha! 2700 EP. Lässt sich mit leben tatsächlich. Mach doch nicht diesen mit mir. Aber ich muss sagen, die XP hier, die rendieren sich, wenn man das durch hat. Ich weiß zwar noch nicht, wie weit und wie lange das geht, aber die eingesammelten Münzen geben XP von, was hatten wir zum Anfang, paar 60 bis 300 noch was mittlerweile. Dann das Secret mit ein paar 1000 XP. Ava ist wieder nicht gesprungen. Dann dieser eine XP-Button mit ein paar 1000 XP. Also, es lohnt sich. Und, hallo! Meine Fräse. Und die Map ist auch nicht allzu schwer, muss ich sagen. Die ist so wirklich was für den Anfänger. So. Super, dass du dich gleich bis dahin gezogen hast. Secret? Nö. Okay. Und diese Fenstersprünge mag ich überhaupt nicht. Habe ich das schon mal gesagt? Was ist denn das hier? Was ist denn das? Okay, das... Wenn man das nicht sieht, ist das mies. Yeah. Was?
800 EP? Hä? Da geht's weiter. Okay, an alle, die wirklich schnell XP farmen wollen, spielt die Map. Oh. Da war eine Falle. Ey, 800, ich mache hier wieder ein Level ab, wenn das so weitergeht. So. Alter, ey, 800 EP, mal ernsthaft, ne? Das ist ja nicht mehr normal. Das sind doch, glaube ich, mittlerweile die meisten EP, die wir jemals auf einer Map bekommen haben. Für Münzen einsammeln. Oh Gott, gelb. Okay, jetzt gehen die EP wieder runter. Aber warum muss jetzt mit gelben Blöcken gebaut werden? Das ist doch Augenkrebs pur. Hui, da hat sich was rein und raus bewegt. Guckt euch das an. Ich mache hier 100%igen Level Up noch. Wir werden gerade im Sekundentakt hier XP geschrieben. Irgendwie war mir das klar, dass es da um die Ecke ging. Ey, das hatten wir doch alles schon mal in Rot. Das hatten wir doch wirklich alles schon mal in Rot. Oder täusche ich mich da jetzt? Nein! Okay, wir sind bei 169 Checkpoints. Oder Levels, je nachdem, wie ihr es nennen wollt. Hallo, Eivor, was machst du? Hör doch mal auf, an dem Nippel hängen zu bleiben. Okay. Jo. Ihr habt es gerade gesehen, mir fehlen noch 5000 EP zum Level Up. Da kann man sich nicht hochziehen, komischerweise. Warum auch immer. Wie soll ich sonst da hochkommen? So, okay. Ach du leck mich fett, was ist denn das? Wie kreativ, Gedanken verloren und wie viel Langeweile muss man haben, um sowas zu machen? Ist keine Kritik oder Beleidigung an den Map-Ersteller, ganz im Gegenteil. Das ist einfach kreativ, aber auch gleichzeitig cringe zugleich. Vor allem das ja mit den Bobbeln. Alter, ernsthaft? Direkt darüber war eine, wo ich mit dem Schädel hängen geblieben bin? Ja, okay, so geht's nicht. Hä? Man sieht die Hitbox der Dinger hier halt einfach nicht. Ja, und die Eivor will wieder nicht springen. Sie ist nicht so der Disco-Fan. Und ja, ich trinke immer noch zwischendrin Kaffee. Jeden, der stört. Tschüssi, Koski. Oh, hui. Nein, ich wäre fast da gewesen.
Wir haben es geschafft. Warte mal. Okay, das sind die meisten XP, die es gibt. 1600 XP? Leck mir die Füße sauber nach einem Marathonlauf. Was war... Alter, okay, jetzt ist es wieder auf 500 runtergegangen. Also entweder ist hier mit der XP-Kalibrierung was falsch gelaufen. Oder mit meinem Sprung. Aber meine Fresse, ich habe das Level up drin durch diese zwei Coins und ich beschwere mich hier definitiv nicht. Ganz im Gegenteil. Hat keiner gesehen. Wir bleiben dabei, hat keiner gesehen. Ich spiele die Map immerhin für euch durch. Was war das denn gerade? Warum bin ich da nicht gestorben? Okay, Glück für mich, also, würde ich mal behaupten. Alter, hier gibt's drei Münzen? Okay. Dann will ich jetzt aber auch noch die dort da haben. Nice. So. Ja, aber das gleiche hatten wir wirklich schon bei Rot drüben oder bei Blau. Hä? Das ist jetzt ein bisschen cringe. Ich sag es noch, wir hatten das zum Anfang in den ersten 50 Leveln und... ja. Ich spring da genau rein in die Falle. Okay, als erstes wird die Münze geholt. Gar nicht drauf geachtet, wie viel XP das gab. Das wird wieder. Ja. So. Wieder 1600 gab's. Nein, so nicht. Scheiße, jetzt muss ich das nochmal machen, weil da kein Checkpoint war. Ich mag das hier nicht. Hochziehen, ducken, aufstehen. Hochziehen, ducken, aufstehen. Oh! Wir haben das Ziel erreicht. Yeah! 18.000 gibt's noch mal extra oben drauf. Nice! Also, ich fand die Map richtig gut. Vor allem die XP-Verteilung war geil. Haben schönes Level abgemacht. Wo sehe ich's denn? Da unten. Oh, wow. Wir haben ganz schön viel XP gefarmt, tatsächlich. XP-Verteilung richtig geil. Schwierigkeitsgrad... Für Anfänger und so, also für einfach und mittel schätze ich die mal ein. Perfekt. Und ich würde die tatsächlich wieder spielen. Schon allein wegen den XP. Mapcode gibt es in der Videobeschreibung, Standard bei mir. Und wenn ihr
Maps für mich habt, die ich noch nicht kenne, schickt mir den Code per Kommentar unter das Video. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr weitere Maps von mir sehen wollt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Rockstar, Dancer, Killer, drop my life.